Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kicker TV Spezial. Wir wollen heute natürlich über die deutsche Fußballnationalmannschaft reden und haben uns dazu natürlich auch wieder tolle Gäste eingeladen, nämlich zwei ehemalige deutsche Nationalspieler. Zum einen den Europameister von 1996. Erstmal schönen guten Tag, Christian Ziege. Hallo, grüße dich. Und er war auch natürlich im Kreise der Nationalmannschaft vertreten, unter anderem bei der WM 2006. Schönen guten Tag, Timo Hildebrand. Servus, grüß dich. Jogi Löw hat gesagt, es wird nicht nach dem War-Zustand bewertet, sondern immer nach dem Ist-Zustand, Christian. Wie ist denn der Zustand der deutschen Nationalmannschaft? Ja, ich glaube, dass insgesamt natürlich jetzt eine schwierige Situation ist. Brauchen wir wahrscheinlich nicht noch 100 Mal erzählen, eine sehr schlechte WM abgeliefert und ja, kommen jetzt langsam, nur langsam so ein bisschen in den Tritt. Ich glaube, dass gestern sicherlich ein Schritt nach vorne war, aber jetzt nicht so, dass also ich persönlich jetzt nicht so Hurra schreien würde, weil sie haben es sehr gut gemacht über einen großen Zeitraum, aber man sieht aber trotzdem, dass es da noch ein paar Probleme gibt. Welche genau? Also schilde Juri. Ja, ich finde, dass das größte Problem im Moment ist, dass nach so einer WM und du hast die Möglichkeit, diesen Wettbewerb zu nutzen, eigentlich ähnlich wie beim Confed Cup, weil es sind ja nur vier, die sich da qualifizieren können, also vier, eventuell den Jungen wirklich die Chance zu geben, in diesem Wettbewerb zu bestehen. Wenn du es nicht schaffst, okay, dann hast du noch die Qualifikation, dann müssen wir uns qualifizieren, ganz einfach, und hast auch die Möglichkeit, mal den einen oder alten Spieler zu Hause zu lassen, ihn auch mal rauszulassen, zu sagen, du musst nicht immer dabei sein. Also eigentlich die Möglichkeit, jungen Spielern eine Chance zu geben, in einem Wettbewerb, der ja auch wo was bei rauskommen kann. Aber wenn es nicht so ist, hast du ja die Hintertür, dass du sagst, du spielst die normale Qualifikation. Timo, hat es für dich den Anschein auch gehabt, nach dem Spiel in den Niederlanden, bei dieser 0-3-Niederlage und jetzt gegen Frankreich, dass das so ein bisschen auch auf Zuruf war, diese vielen neuen, auch jungen Spieler, also Leroy Sané, zum Beispiel Nico Schulz, einfach, ja, bringen zu müssen? Ja, ich glaube, der Druck wird schon immer höher auf den Bundestrainer auch und es wurde immer mehr gefordert, dass eben die Jungen mehr und mehr einfach die Chance erhalten, und er hat es gestern eigentlich ganz gut gemacht, fand ich. Und am Anfang habe ich gedacht, Mannschaft kommt so ein bisschen unter die Räder in Frankreich, die erste Viertelstunde, aber dann haben sie es eigentlich ganz gut gemacht, auch mit dem Führungstor und eigentlich viele Konter gehabt und hat mich dann überrascht, dass es eigentlich so gut funktioniert hat. Und es zeigt eigentlich auch, dass man den Jungs einfach Vertrauen schenken soll und einfach auch da reinwirft. Und vielleicht hat uns das eben auch bei der WM gefehlt. Wie viel Umbruch steckte denn jetzt drin, sagen wir mal, im Spiel gegen den Weltmeister? Man darf ja nicht vergessen, es war die sechste Niederlage in diesem Kalenderjahr. So viele gab es noch nie in einem Kalenderjahr für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Also wie viel Umbruch haben wir tatsächlich jetzt gegen Frankreich gesehen? Oder war das so ein bisschen auch Pfeifen im Walde? Ja, ich glaube schon. Also wenn man sieht, Niklas Süle hat gespielt, vorne komplett neu mit Gnabry, Werner und Sané. Ich glaube schon, Nico Schulz links. Ich glaube, die haben ihre Sache ganz gut gemacht. Klar hat der Bundestrainer vielleicht ein bisschen recht, dass vielleicht noch die ganz hohe Qualität fehlt zu den Weltstars. Aber im Grunde haben wir auswärts gespielt in Paris beim Weltmeister und dafür haben wir, glaube ich, eine ganz gute Leistung abgeliefert. Christian, welche Konsequenzen ziehen wir denn jetzt so daraus? Ich will mal aus beiden Spielen, sagen wir mal. Ich würde die mal ganz gerne zusammennehmen auch. Ich hab glaub vor ein paar Wochen bei einer anderen Sendung, die sonntags ausgestrahlt wird, schon gesagt, ich glaube, dass wir haben Probleme auf den Außenbahnen, also sprich Außenverteidiger, zumindest im Moment. Wir haben aber unglaublich viele gute Innenverteidiger und ich fand das gestern sehr erfrischend, dass er wirklich mit Dreierkette gespielt hat, weil du hast dann die Möglichkeit, auf den Außenbahnen auch Leute einzusetzen, die offensiver sind, also die nicht nur defensiver denken, weil du hast einfach drei Leute hinten, die eine gute Qualität haben, die das abfangen können. Ich finde, Umbruch an sich, dass Joshua Kimmich auf der Sechs, er macht es richtig gut. Ich glaube, dass er auf der Außenbahn halt einfach durch sein Tempo manchmal Probleme hat. Er schlägt unglaublich gute Flanken, ja, aber wenn es aufs Tempo ankommt, dann wird es doch bei der einen oder anderen Situation schon mal schwierig für ihn. Und ich glaube, dass er da viel besser aufgehoben ist, allein durch seine Aggressivität,
durch seine Präsenz, und er hat ja auch schon bei Guardiola gezeigt, wie gut er auch Fußball spielen kann, wenn er das Selbstvertrauen hat. Von dem her finde ich, müssen wir nicht, der Bundestrainer, eventuell auch auf die Situation ein bisschen reagieren, dass wir auf den Außenbahnen keine richtig guten Außenverteidiger haben. Und du kannst jetzt mit der Dreierkette halt ganz gut auffangen und deine Stärken mehr ins Spiel einbringen. Also auch ein Modell für die Zukunft. Ich Stimme. sehe im Moment, einer der größten Probleme ist die Außenverteidigerposition. Wir haben dann nicht die Klasse, die andere Länder haben, und haben dann natürlich auch ein bisschen Probleme, was das Verteidigen angeht. Mit drei stabilen, richtig guten Innenverteidigern, und da, glaube ich, haben wir in Deutschland genügend zurzeit, und du dich darauf einstellst, hast du immer drei plus Kimmich und Kroos, wie es gestern war. Und wenn es nur Kimmich, hast du immer vier Leute, die dir das Zentrum stärken und die bei Konter, bei Ballverlusten einfach was Lösungen dagegen haben, wenn der Gegner kommt. Wir haben gesehen bei der WM und jetzt auch vorher, dass immer wieder, wenn wir Viererkette spielen und es ans Kontern geht oder Fehler passieren, dass wir größte Probleme hatten. Und gestern, fand ich, war das eher nicht so. Aber auch der Fußball hat sich ja geändert während der WM, dass so die ganze Mannschaft mit verteidigt. Und Frankreich hat es ja überragend gemacht bei der WM mit ihren schnellen Konterspielern. Und ich glaube, die haben uns einfach auch gefehlt. Und ich glaube, gestern haben wir auch nach dem 1-0 gesehen, wo Leroy eigentlich alleine auf dem Torwart läuft und dann noch querpasst, dass das eigentlich so das Spiel der Zukunft ist. Und das ist, wie Christian sagt, wenn du hinten stabil stehst mit drei Innenverteidigern, und dann eben schnelle Außen hast, kommst du einfach schneller nach vorne auch. Ja, aber ich würde nochmal nachhaken, Timo. Kann es das denn jetzt gewesen sein? Also wir haben jetzt gestern Leroy gesehen, Timo Werner, wir haben Serge Gnabry gesehen, natürlich mit sehr viel Tempo da vorne. Aber das kann ja jetzt nicht, sagen wir mal, der weiße letzter Schluss gewesen sein, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft genau mit diesen Spielern wieder auf den richtigen Weg kommt. Also es wär mir persönlich zu einfach. Ich frage mich, was ist die Alternative? Also mit wem sonst? Die Jungs brauchen die Erfahrung auf absolutem Top-Niveau. Und vielleicht sind wir im Moment einfach ein bisschen zu weit weg von den absoluten Top-Mannschaften auf der Welt und verlieren deswegen eben auch schon, wie du gesagt hast, das ist die sechste Pflichtspielniederlage dieses Jahr. Und vielleicht, wenn wir in der Quali dann wieder ein ganz anderes Gesicht von der Nationalmannschaft sehen. Wenn es eben gegen auch kleinere Nationen geht. Chris, da muss man sich das eingestehen, dass man geradezu vielleicht etwas weiter weg ist von den Top-Nationen. Ich meine, gestern gab es ja auch Aussagen wie, naja, wir haben schon gesehen, dass wir auch auf Augenhöhe mit dem Weltmeister spielen können, gab es Aussagen. Aber da muss man nicht vielleicht auch mal ein Eingeständnis haben, es braucht Zeit, dass wir im Moment vielleicht nicht die Spitze haben? Ich meine, wir stehen wahrscheinlich alle so ein bisschen noch unter Schock und ein bisschen ratlos, weil wir waren Weltmeister, haben eine desolate WM gespielt, das muss man einfach so sagen. Ich meine, wir sind letzter geworden in der Gruppe mit Mexiko, Schweden und Korea. Südkorea und nicht mit Brasilien, England und Spanien. Also das zeigt, und da wurde auch schon immer darüber gesprochen, Vorbereitung, ja, wenn die WM losgeht, sind wir am Punkt, das passte nicht. Jetzt heißt, ja, wir machen einen Umbruch. Wir müssen uns einfach mal eingestehen, dass im Moment wir Probleme haben und nicht auf dem Niveau mitspielen können, aus welchen Gründen auch immer. Ob das dann wird gesagt, die sind zu alt, wir haben keine Jungen, warum auch immer. Wir sollten halt einfach ein bisschen demütiger mit dem ganzen Thema umgehen, weil es war eine Zeit lang, wo die Spanier alles dominiert haben, dann sind die ausgeschieden in der Vorrunde, die hatten dann oder haben dann so ihre Probleme. Die Franzosen waren es davor mit Welteuropameister, hatten sie ihre Probleme. Es sind einfach Entwicklungen, die man sich auch mal eingestehen muss und wo man auch mal den Respekt zollen muss, dass andere Länder auch gute Dinge machen und sie dann für eine gewisse Phase einfach erstmal in Anführungsstrichen unerreichbar sind. Und unsere Phase ist es im Moment nicht. Okay, gut, die Schlüsse daraus ziehen, Dinge probieren, das habe ich gesagt. Du hast spielst einen Wettbewerb, wo du was gewinnen kannst, wo du aber recht wenig verlieren kannst, außer, oh Gott, wir können absteigen in die Gruppe B. Wahnsinn, sehr schlimm. Wir haben aber noch die Qualifikation vor uns. Du hast genügend Möglichkeiten. Wir sollten einfach mal aufhören, wenn man sagt, Weltmeister ist vorbei, das ist jetzt eine Zeit her und wir haben die nächste Aufgabe ist die Europameisterschaft. Ich glaube auch, dass wir so ein bisschen, sorry, verwöhnt sind. Ich meine, seit ich jetzt denken kann, Deutschland, ich weiß nicht,
oft wir im Halbfinale oder im Finale waren bei der WM oder EM in den letzten Jahrzehnten und jetzt sind wir eben mal ausgeschieden in der Vorrunde, wie Christian schon gesagt hat. Das ist allen Großen schon mal passiert und ja, man muss schon einfach ein bisschen Demut an den Tag legen. Es ist ein neues, ja, eine neue Entwicklung, ein neuer Zeitabschnitt und das soll man dann schon auch wieder positiv an die Sache gehen. Heißt das nicht auch, wir haben jetzt über die Jungen gesprochen, die auch gestern die Chance mal von Anfang an bekommen haben. Heißt das auch, sagen wir mal, dass die Verlierer so ein bisschen auch die Alten sind? Timo, es gibt einen Ex-Nationalspieler aus Frankreich, Duguerry, der meinte, Thomas Müller ist eines der deutschen Probleme. Müller hat schon seit 4 Jahren nicht mehr nationalmannschaftstauglich gespielt. Stimmt das A, was er sagt, und B, sind vielleicht die älteren Spieler, vielleicht auch die, an denen Jogi Löw lange festgehalten hat, weil er sehr loyal ist, die Verlierer. Ich weiß nicht, ob man unbedingt von Verlierern sprechen muss, aber klar, der Fußball ist noch schneller geworden, noch dynamischer. Es kommen unglaublich viele gute junge Talente raus und die einfach auch viel, viel früher reingeworfen werden. Und klar fehlt den Älteren vielleicht das ein oder andere Prozentpunkt, was Tempo oder Dynamik angeht. Aber ich glaube, Christian, ich komme auch aus einer Zeit, wo einfach auch viele ältere Spieler durch viel Erfahrung eben auch weggemacht haben. Und ich glaube immer, dass es so eine gute Mischung einfach braucht. Also jetzt alle Älteren als Verlierer abzustempeln, finde ich ein bisschen zu plakativ. Ich finde auch, man muss ein bisschen aufpassen, dann gerade Duguerry, der lange, lange Jahre zwar in der französischen Nationalmannschaft gespielt hat, war aber jetzt nicht so der große Reißer in der Mannschaft, die damals gespielt hat. Und er stellt sich hin und kritisiert Spieler von uns. Also erstens sollte er in seinem eigenen Land bleiben, das ist der Erste, da hat er genug Probleme und sollte über sich selber in der früheren Zeit nachdenken. Das ist das, was Timo auch sagt. Ich meine, Nationalmannschaft bedeutet, und nicht nur Nationalmannschaft, es ist wie alles im Leben, es verändert sich im Laufe der Zeit. Spieler haben eine große Zeit, Ausnahmespieler haben eine große Zeit und eine lange Periode, wo sie es aufrechterhalten können, aber ich sage mal, bei dem größten Teil ist halt einfach, dass dann irgendwann mal die Nachrücker kommen, die dich unter Druck setzen und eventuell auch besser sind. Und da muss man halt einfach auch ehrlich sein zu sich selbst. Und das ist, glaube ich, immer das größte Problem. Also sich einzugestehen, eventuell als aktueller Nationalspieler, dass man nicht mehr diese Form, die man mal gebracht hat, bringt oder vielleicht auch nicht mehr bringen kann, ist mit das Schwierigste, was man leisten muss. Es gab eine Kicker-Umfrage, und zwar in der Umfrage haben sich nur 8% aller, die abgestimmt haben, dazu ausgesprochen, also es positiv gesehen, vor dem Frankreichspiel, dass Joachim Löw den Umbruch tatsächlich schaffen wird. Also denen haben sie es zugetraut. Wie, Timo, siehst du es heute? Traust du es Joachim Löw weiterhin zu? Weil der Druck war natürlich schon enorm, auch auf den Bundestrainer. Klar, ich glaube, wenn wir jetzt haushoch verloren hätten in Frankreich, wäre vielleicht wirklich was passiert. So ist es schon ein positives Signal. Und ich glaube, dass wir in der nächsten Zeit nicht erleben werden, dass er von selber aufhört oder dass der DFB von sich aus sagt, okay, wir suchen uns einen neuen Trainer, weil man hat ganz klar nach der WM auch kommuniziert, wir stehen zu Joachim Löw, wir gehen mit ihm den neuen Weg und den Umbruch wird unter seiner Regie stattfinden. Und deswegen glaube ich, werden wir in nächster Zeit nichts in der Hinsicht erleben. Timo, fürs Erste erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit dabei zu sein. Ich hoffe, wir können das gerne nochmal wiederholen. Danke dir erstmal, Christian. Bleib noch ein bisschen, wenn das okay ist. Ja, kein Problem, gerne. Sehr Timo, gut. mach's gut, ey. Timo, dann danke dir erstmal und wir hören und sehen uns. Danke dir. Ciao. Und für Timo Hildebrand werden wir gleich einen neuen Gast noch reinholen in unsere kleine feine Runde, Christian, nämlich einen, der gestern in Paris und auch schon in Amsterdam live mit vor Ort war, der seit Jahrzehnten, glaube ich, die deutsche Nationalmannschaft schon begleitet, nämlich Carlo Wild vom Kicker. Der wird uns gleich noch hier besuchen. Aber wie siehst du das? Traust du das Joachim Löw in der Gänze, in der Fülle auch zu dieser Mannschaft? So peu à peu auch ein neues Gesicht zu geben. Da sind zwei Faktoren für mich. Der eine Faktor Hallo ist, erstmal Carlo, ganz kurz Hallo Carlo erstmal, wir haben dich Servus. eingeladen. Hallo, grüß dich.
Servus, Christian. Servus. Du hast auf der einen Seite, glaube ich, hat Jogi Löw über die letzten 10, 12 Jahre, seit wann hat er übernommen, hat er den deutschen Fußball dahin gebracht, wo er sehr, sehr erfolgreich auch war. Also bis schlussendlich zum Weltmeistertitel, und Timo hat es ja gesagt, Halbfinals, Finals, also sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Jetzt hat es ja einen richtigen Dämpfer, also mal richtig einen ins Gesicht gegeben auf die 12. Und da muss man dann einfach, finde ich, der eine Punkt ist, dass man sagt, okay, jetzt ist mal ein Schritt zurück. Jetzt muss man ihm auch die Möglichkeit geben, zu zeigen, ob er aus dieser Situation, wo nicht immer alles nach vorne läuft, wieder rauskommt. Auf der anderen Seite sind natürlich 10, 12 Jahre eine lange Zeit von selber Ansprache, immer dieselben Dinge, die natürlich nicht immer dieselben, die werden auch verändert worden sein, oder wie es in Brasilien war, dann das Trainingslager oder beziehungsweise das Quartier während der WM da, in Russland anders. Also ich finde es nicht so einfach. Ich finde aber, er hat einen großen Anteil daran, dass sich der Fußball überhaupt in diese Richtung gedreht hat. Wenn ich unsere Spiele von damals angucke, dann müssten wir wahrscheinlich nach jedem Länderspiel, ob wir gewonnen haben oder verloren, sehr viel Kritik einstellen, weil unser Fußball bei weitem nicht so gut war, wie er zum Teil, nehmen wir jetzt mal die letzte Periode aus, bei der Nationalmannschaft war. Carlo, ich habe es eben gerade schon angesprochen. Du warst bei beiden Länderspielen, hast beide Spiele gesehen. Jetzt bist du frisch aus Paris zurück. War das so der versprochene Neuanfang? Zumindest war er vom Alter her der Neuanfang. Spielerisch war es ja dann auch, zumindest die erste Halbzeit okay. Und das Volk oder die Leute haben ja nach jungen Leuten gerufen. Die wollten ja diese Verjüngung haben. Das war gestern dann schon mal da mit den vielen 22, 23-Jährigen. Spielerisch, wie gesagt, war es die erste Halbzeit gut. Da war es mutig. Da war es auch Tempo, sehr viel Tempo. Die Franzosen, finde ich, waren ein bisschen überheblich als Weltmeister. So kam ja auch das Tor, wo der Pogba sich den Ball da vom Kimmich stibitzen lässt. Nach der Pause haben sie gezeigt, wenn sie dann mal ganz schnell spielen, wie dann die Flipperkugel bei ihnen vorne auf kürzesten Raum hin und her fegt, und dann sind sie halt schon großartig. Aber es war ein verheißungsvoller Start, wie gesagt, sehr beherzt. Es war auch ein starkes Miteinander, das muss man auch sagen, weil es gab ja vorher diese Äußerungen, wo die Jungen das viel kritischer sahen als jetzt die Alten, die Weltmeister. Das war schon ein starkes Miteinander, das war ein sehr solidarischer Akt, den sie gezeigt haben. Und trotzdem ist es nur ein erstes kleines Schrittchen. Also, dass jetzt die Stimmung schon wieder so toll ist nach der Niederlage, da merkt man dann auch, wie die Ansprüche im einstmaligen Weltmeisterland doch inzwischen geschrumpft sind. Was glaubst du, jetzt mal, wir wissen natürlich alle nicht, wer im November nominiert wird, wer möglicherweise auch verletzt ist. Marco Reus soll wieder ins Training einsteigen bei Borussia Dortmund, der wird natürlich wieder eine Alternative werden. Aber was lernen wir daraus, Carlo? Also was glaubst du, ist dann jetzt der Weg? Ist es das jetzt wirklich auf Dauer auch mit den Jungen in der ersten Elf? Oder weil du es selbst gesagt hast, es ist jetzt so ein kleines Schrittchen gewesen? Ja, ich meine, die Müllers und Boatengs, die ja jetzt die Prügelknaben sind und dafür auch durch schlechte Leistungen einiges dazu getan haben, die sind jetzt natürlich auch vom Leistungsprinzip her gefordert. Das ist doch ganz klar. Die Weltmeistergeschichte von 2014, die ist vorbei. Und Jérôme Boateng, auch verletzt, der war ja so fast das Symbol in Amsterdam, wie er dann am Schluss dann noch hinterhergehumpelt ist mit seinem Muskel, der nicht mehr funktioniert hat. Und Jérôme, der ist ja auch erst 29, oder 30 wieder. Und deswegen ist der für mich, sind es nicht, die sind zwar im Kopf 10 Jahre lang extrem gefordert worden. Ich glaube, das ist das Problem. Aber von der Biologie her sind die ja noch nicht dem alten Eisen zugehörig. Das ist, glaube ich, ja schon so ein schmaler Grat jetzt auch, ne? Wir haben am Anfang der Sendung auch über die ja, Arrivierten gesprochen. Für Joachim Löw so ein schmaler Grat. Naja, wie gehe ich mit dem ganzen Konstrukt natürlich jetzt um? Auf der einen Seite die Öffentlichkeit, die natürlich auch sehr viel die Jungen auch fordert. Ich glaube, die muss doch irgendwann bringen. Das ist schon vielleicht auch ein Problem, das weiterhin existent bleibt. Ja, aber ich habe es ja gesagt. Ich meine, nimm den Wettbewerb jetzt, Frankreich und Holland, und hau die Jungen rein, weil bei dem Wettbewerb hast du aus meiner Sicht ja nichts zu verlieren. Da sind 4 Plätze, du kannst dich qualifizieren. Okay, das heißt, du hast aber unter richtigen Bedingungen die Möglichkeit, die Jungs da reinzuschmeißen und zu sehen, mit dem einen oder anderen Erfahrenen. Natürlich kannst du nicht nur Jungen reinspielen, aber wir haben beim Confed Cup gesehen, wenn die Jungs die Möglichkeit bekommen, wollen sie sie nutzen. Ich gebe Carlo recht, dass du nicht einfach nur, weil jemand jung ist, spielen lassen kannst. Also ich finde auch, dass der ein oder andere
noch gar nicht so weit ist, in der Nationalmannschaft zu spielen, finde ich. Dazu, wenn ich nach dem Leistungsprinzip gehe, ist die erste Voraussetzung mal, die ich bringen muss, ist, dass ich in meinem Verein überhaupt mal Stammspieler bin. Und wenn ich dann sehe, Thilo Kehrer spielt in Paris nicht, Sané hat Probleme in Manchester City. Und gestern, wenn ich dann die Möglichkeit habe, nach einer WM, wo ich nicht dabei bin, dass ich den Stempel aufsetze und allen, die mich kritisiert haben, unter anderem sein eigener Kollege, zu zeigen, hey, ich werde mich hier 90 Minuten, so lange wie ich spiele, gebe ich Gas. Und natürlich hat er Tempo, natürlich hat er Qualität und das sieht man. Aber zum Teil spielt er dann, nimmt er den Ball an und du hast das Gefühl, er steht irgendwo auf dem Dorfplatz, Entschuldigung, aber er hat die Zeit, um, er spielt gegen den Weltmeister, du hast keine Zeit. Und du, die Chance, die du bekommst, die musst du nutzen. Also da muss für mich noch mehr kommen. Und einfach zu sagen, okay, jung ist gleich gut, das stimmt auch nicht. Es ist sicherlich, und das haben wir ja vorher gesagt, keine einfache Situation jetzt, weil es ist das erste Mal seit Jahren, wo wir richtig auf die Schnauze gefallen sind und jetzt da rauszukommen und jeder weiß es besser und jetzt schreien alle, wir müssen die jungen Spieler, ja, ist auch gut, aber die jungen Spieler müssen auch die Qualität haben, um in der Nationalmannschaft zu spielen. Nur weil sie jung sind, heißt noch nicht, dass sie besser sind als die, die es im Moment vielleicht nicht ganz so gut machen. Ich finde es ganz wichtig, was der Christian sagt. Entschuldigung. Ganz kurz, aber nur Carlo, weil ja, wenn man überlegt, die Chance und auch Sané und die beiden, Draxler ist ja auch noch da, der in Paris auf der Bank viel sitzen muss, und M. Kehrer. Die deutsche Mannschaft, da gibt es nur eins, die absolute Weltspitze. Und wenn die Jungs sich in ihren Vereinen, die Top-Vereine sind mit in Europa, nicht durchsetzen, dann ist das für mich irgendwo unlogisch, warum die dann in der Nationalmannschaft alles niederreißen sollen. Und deswegen, die müssen da spielen, da hat der Christian völlig recht, und sich da beweisen. Bei Großclubs. Carlo Wild und Christian Ziege sind sich einig. Wenn das nicht mal ein schönes Ende ist unseres Kicker-TV-Spezials heute. Im November geht es weiter mit der deutschen Nationalmannschaft gegen Russland in Leipzig und dann Nations League-Spiel gegen die Niederlande in Gelsenkirchen. Ich denke mal, das Thema werden wir, glaube ich, nochmal besprechen. Möglicherweise dann im November. Vielen, vielen Dank, Christian Ziege. Ich hoffe auf bald. Und vielen, vielen Dank, Carlo, dass du so kurzfristig nach deiner Rückkehr uns zur Verfügung gestanden bist. Vielen, vielen Dank und wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke euch. Und Ihnen natürlich auch zu Hause. Christian, alles Gute, Marco. Ciao, ciao. Tschüss. Servus, Milan. Ciao.